Ja, mein Lieben, ich finde, an diesem Punkt hier ist Schluss. Hallo, mein Lieben. Ja, dieses Video ist ein bisschen ernster und ja, ich habe das Intro reingemacht, sonst mache ich das bei solchen Videos ja nicht, aber ich dachte mir, ein letztes Mal tue ich es für euch, denn ich habe euch gestern ein Video hochgeladen und dachte mir, dass es langsam wirklich an einem Punkt ist, wo wirklich Schluss ist. Ich habe keine Lust mehr, mir solche Kommentare wie zu dem Video anhören zu müssen. Es geht auch nicht nur um das von gestern mit der Schnuller-Aktion. Es geht um viel mehr. Es wird jeder Vlog von mir von jedem diskriminiert. Es wird über jeden Scheiß. Ich muss einen Fehler in meinen Videos machen. Euch fällt alles auf und schon fängt ihr an, irgendeine Scheiße drüber zu labern. So, und ich habe wirklich langsam echt keinen Bock mehr. Und ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Videos zu machen für euch, weil ich mir jedes Mal denke, wenn ich die Kamera anmache, es kommen eh wieder nur Scheiß-Kommentare. Warum gebe ich mir diese Mühe hier? So, und auch jetzt ist es, wieso gebe ich mir überhaupt die Mühe, euch hier Tschüss zu sagen? Und ich finde, es ist einfach ultra dreist und unreif von manchen Menschen. Ich will damit wirklich nicht jeden angreifen, aber manche Menschen sind hier einfach total unreif und wissen nicht, welche Arbeit hinter so einem Video steckt oder welche Arbeit generell hinter YouTube steckt. Ja, und ich finde es einfach kackendreist. Fangen wir an mit der Schnuller-Aktion von gestern. Kein Mensch von euch kann mir sagen, dass ihr zurückgegangen wärt. Kein Mensch wäre, wenn er draußen gestanden hätte und die Schnuller in der Hand ge gehabt hätte und ge hätte gesagt, okay, die habe ich jetzt umsonst bekommen. Kein Mensch wäre für 2 € wieder reingegangen. Kein Mensch. Und an alle Kassierer, die mir da schöne Kommentare hinterlassen haben, das waren 2 €. Das ist eure Arbeitszeit, die ihr genau da an der Kasse saßt. Genau in der Zeit, in der ich da bedient worden wäre. Das ist die 2 €. So. So schlimm? Es waren 2 €. Und es war nun mal so, dass kein Mensch kann mir sagen, dass er zurückgegangen wäre. Und von wegen Ehrlichkeit ist das halbe Leben. Ich war ehrlich. Ich wäre nicht ehrlich gewesen, hätte ich das irgendwie im Kinderwagen versteckt gehabt oder hätte es einfach nicht aufs Band gelegt. Ich habe es aufs Band gelegt. Ich habe ganz normal mit der Kassiererin geredet, habe Hallo gesagt, habe ihr einen schönen Tag gewünscht. Alles Paletti. Aber wenn sie das nun mal nicht macht, kann ich da überhaupt nichts für. Und wäre es keine Ehrlichkeit gewesen, hätte ich eine Anzeige bekommen. Aber hätte man die Kameraüberwachung geguckt, es war ja nun mal so, dass ich es bezahlen wollte. Es war ja nicht geplant von mir. Und ich finde einfach dann zu behaupten, dass ich nicht ehrlich bin, total unreif bin, eine Missgeburt bin, ultra krass, wo ich mir denke, okay Leute, zügelt euch mal. Kein Mensch von euch. Keiner außer meine Umgebung hier kennt mich. Kein Mensch. Und ihr könnt kein Mensch kennenlernen, wenn es um YouTube geht. Keiner von euch weiß, wie ich persönlich bin. Es ist das beste Beispiel, was ich jedem gebe. Ich sage zu jedem, der meint, ich bin bescheuert, nur weil er von meinen Reborns weiß. Genau, ich war in der Schule. 6 Jahre hat es kein Mensch gemerkt. Und kurz vorm Abschluss haben sie es gemerkt. Und? Haben Sie es vorher gemerkt? Nein, weil ich einfach ohne die Babys ein total anderer Mensch bin. Es ist nun mal auch so, dass mich keiner, wenn ihr mich so auf der Straße seht mit den Babys, wir machen ein Ferntreffen aus, ich bin dann anders. Ich bin nicht so, als würdet ihr mich so in der Schule treffen oder sonstigen Kram oder wärt ihr meine Freunde. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch. Und ihr habt null Ahnung davon, was in meinem Leben abgeht, okay? Ihr habt wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich kann froh sein, dass ich euch so viel aus meinem Leben gezeigt habe. Und ich finde, es reicht einfach wirklich. Es geht weiter mit den Vlogs. Ich lade einen Vlog hoch. Euch fällt jeder kleine Scheiß fällt euch auf. Und überall wird in Riesen diskutiert und die schlechten Bewertungen werden mehr und all so ein Kram. Nur, weil ich euch meinen richtigen Alltag zeige. Und das finde ich so wichtig. Ich finde es so wichtig, dass YouTube keine Plattform ist, für ultra tolle Familien zu zeigen, was All About Anna ja auch immer sagt. Ich finde es
wäre ich eine Mutter, eine richtige Mutter und würde ich YouTuberin sein. Auch dann würde ich die schlechten Seiten von meinem Mutterleben sagen und nicht wie andere YouTuber nur die schönen Dinge zeigen. Weil ich finde, das ist so wichtig. Und genau das mache ich. Ich zeige euch meinen Alltag mit den Kleinen. Ja, und so wie es ist, ihr sagt ja immer, ich mache zu wenig mit den Kleinen. So ist mein Alltag mit den Kleinen. Und ich möchte einfach ehrlich zu euch sein. Es ist mir so wichtig. Und dafür wird man dann so diskriminiert, klar. Ihr guckt meinen Kanal wegen den Kleinen, weil ihr sehen wollt, wie ich mit denen umgehe. Aber es ist ja nun mal so die Wahrheit, dass ich so mit denen umgehe. Es gibt nun mal wochenlang mache ich nichts mit denen. Solche Tage gibt es. Und ich finde es einfach ultra frech von euch, dann zu sagen, dass ich so schlecht die Videos mache und dass es Zeitverschwendung war. Aber es ist ja nun mal so, dass es so mein Leben ist. Und ich finde es einfach, dass ich habe diese Vlogs seit immer schon gemacht. Meine ersten Vlogs und meine zweiten, meine dritten, meine vierten, meine fünften waren alle so aufgebaut. Und sie haben euch ultra gefallen. Ich bekomme nur Kommentare zum Thema, kannst du mehr Vlogs machen? Wir lieben deine Vlogs, bla bla. Und jetzt habe ich ein paar mehr Abonnenten und es kommt immer mehr Scheiße dazu. Wirklich, ich fand die Zeit, wo ich so 100 Abonnenten habe, so schön. Es war einfach eine Community, die einfach ultra schön war. Sie hat jedes Teil verstanden und ihr wart so toll und jetzt hat man ein bisschen mehr und man hat einfach keinen Bock mehr, YouTube zu machen. Und ich finde, das hat einfach keinen Sinn. Wirklich. Ich mache YouTube, weil ich Spaß dran habe. Es geht mir auch absolut nicht ums Geld. Das ist auch die Sache, wo ich einfach denke, ja, klar, ich mache das hier alles nur wegen dem Geld. Ich verbringe meine ganze Zeit für so ein paar Kröten. Klar, ihr habt keine Ahnung, wie wenig das ist. Und ich habe die ersten Monate YouTube gemacht, ohne Geld zu verdienen. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und all so ein Kram geht es darum, wie es hier weitergeht. So, ich habe auf Instagram gerade eben bekannt gegeben, dass ich ganz aufhöre mit YouTube. Und das würde ich auch am liebsten. Ich habe einfach keinen Bock auf die scheiß Leute, die hier einfach die ganze Zeit ihren Senf dazu geben, so viel Langeweile am Tag haben, meine Videos gucken und ein schlechtes Kommentar hinterlassen. Wie viel Langeweile habt ihr in eurem Leben? Ich verstehe es nicht. So, aber ich habe einfach gemerkt, dass es das ist, was die wollen. So, die schlechten Hater wollen einfach, dass ich aufhöre und deswegen mache ich es nicht. So. Klar, meine tollen Leute, ich habe 133 Kommentare unter meinem Instagram-Bild bekommen und es waren alle nur positiv und alle nur, sie wollen nicht, dass ich aufhöre und das hat mich einfach so gestärkt, jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache weiter, aber ich werde alle Kommentare deaktivieren. Es wird keine Kommentarbox mehr unter meinen Videos geben. Es wird keine Like-Funktion mehr geben bei mir. Und ich werde gar nichts mehr aus meinem Privatleben erzählen. Ihr werdet wirklich sehen, was ihr davon habt. Und ich sehe es einfach nicht mehr ein, meine Kraft hier in die YouTube-Videos zu setzen und dann nur solche Scheiße zu bekommen. Und ja. Ich lasse jetzt die Kommentare für dieses Video hier sichtbar. Und ihr könnt gerne Kommentare unter dieses Video setzen. Ich werde sie mir auch alle durchlesen. Jeder, der meint, er muss wieder ein schlechtes Kommentar hinterlassen, wird direkt blockiert. Das heißt, du kannst meine Videos nicht mehr schauen, du kannst keine Kommentare mehr hinterlassen. Ja, das werde ich jetzt auch gleich machen mit all den Leuten, die unter mein letztes Video scheiße Kommentare geschrieben haben. Auch die werden alle blockiert. Ich lasse mich einfach nicht beleidigen und ich finde, das ist einfach unterste Schublade, weil ihr kennt mich absolut nicht. Und ich finde es so krass. Ich meine, ich habe auch, ich gucke sehr viele YouTube-Videos und denke mir immer so, was ist das für ein scheiß Video? Aber ich gucke dann einfach weg. Ich klicke es weg und gucke ein anderes, weil ich genau weiß, es gefällt anderen Menschen. So, und ich finde es einfach dann total behindert, auch andere Leute damit reinzuziehen. Und deswegen, ja, werde ich die Kommentare deaktivieren und allem möglichen Kram. Und mein persönliches Leben wird euch überhaupt nicht mehr irgendwie interessieren können. Und ich wollte euch auch den ganzen Umzug, den wir bald haben, auch mitnehmen, aber der werde ich vielleicht euch mitnehmen, wenn wir das Kinderzimmer einrichten. Aber sonst wird gar nichts mehr kommen. Ist wirklich überhaupt nichts von mir. Damit würde ich, glaube ich, sagen, tschüss. Und ja, ihr könnt gerne Kommentare schreiben zu dem Thema. Einfach mal eure Meinung jetzt. Und ja, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video.